liebe Leverkusener, jetzt hier am Informationsstand der CDU unsere Europaabgeordnete Ruth Hieronymi. Ruth Hieronymi hat seit 1999 die Stadt Leverkusen und die Europaregion Mittelrhein im Europäischen Parlament vertreten. Frau Hieronymi, was war der schönste Augenblick in diesen 10 Jahren? Also, das war der Juni 2004. Und zwar der Zeitpunkt, als zum ersten Mal Kolleginnen und Kollegen aus osteuropäischen Ländern im Europäischen Parlament sein durften und unserem Parlamentspräsidenten ein Stück des Eisernen Vorhangs übergeben haben, auf dass diese Zeiten nie wiederkommen und Europa in Zukunft wiedervereinigt in Frieden und Freiheit leben kann. Sie sprechen es an. Als Sie reingekommen sind, reingewählt worden 1999, war das Europäische Parlament wesentlich kleiner, wesentlich weniger Staaten waren vertreten. Was hat sich verändert mit der Erweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004 für Ihre Arbeit? Es ist so, dass wir in der Arbeit merken, es geht nicht mehr nur um Westeuropa, sondern es geht auch um die Themen, die wir bisher gar nicht so im Blick hatten. Also was passiert in Polen, was passiert in Ungarn, in den baltischen Staaten. Und für unsere Arbeit heißt das, dass wir bei den Gesetzgebungsentscheidungen, die wir treffen, eben auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger von ganz Europa im Blick behalten müssen und dass sie alle mit abstimmen und dass wir entsprechend mehr Sprachen auch im Europäischen Parlament haben. Sie haben in den letzten 10 Jahren erfolgreich Arbeit geleistet, auch für Leverkusen. Und es gab in dieser Zeit das ein oder andere auch schwierige Thema, das auch für unsere Stadt Leverkusen eine große Bedeutung gehabt hat. Ich denke da unter anderem an die Chemikalienrichtlinie. Können Sie noch einmal sagen, was Sie da erreicht haben und was Sie letztendlich auch verhindern konnten an schlechten Folgen? Ja, also die europäische Chemikalienpolitik hat in den letzten 10 Jahren entscheidende Veränderungen erfahren. Und zwar, es ging darum, dass wir für die neuen chemischen Stoffe haben wir überall gleiche Schutzstandards. Aber die Fülle der chemischen Altstoffe, für die gab es bisher keine gemeinsamen Schutzstandards. Und das sollte erreicht werden, um der Lebensmittelsicherheit und des Umweltschutzes wegen, aber auch der menschlichen Gesundheit. Und da waren im Europäischen Parlament 2 verschiedene Positionen. Die einen wollten extrem strikte Regelungen, um ein Maximum an Umweltschutz zu erreichen. Und die anderen, das war insbesondere die CDU-CSU aus Deutschland, die haben gesagt, wir müssen immer beides, Umweltschutz und Sicherung der Arbeitsplätze im Blick behalten. Und da ist es dann so gewesen, dass tatsächlich in der ersten Lesung gegen die Stimmen der CDU-CSU ganz radikale Positionen von der linken Seite verabschiedet worden sind, also von der SPD und von den Grünen. Das hätte tausende Arbeitsplätze hier in Leverkusen gekostet. Und dann haben wir die Landesregierung NRW, die deutsche Bundesregierung mobilisiert und haben gesagt, das kann doch nicht im deutschen Interesse sein. Und dann konnte eine Veränderung erreicht werden. Und in der 2. Lesung des Gesetzes ist genau diese Ausgewogenheit, die wir gefordert haben als CDU, erreicht worden. Und insofern haben wir jetzt ein gemeinsames europäisches Gesetz, das Arbeitsplätze und Umweltschutz sichert. Und das heißt für eine Stadt wie Leverkusen, dass die chemische Industrie, die hier so stark ist wie an wenigen Standorten in Europa, dass die in ihrer Zukunftsfähigkeit voll gesichert ist, die Arbeitsplätze, so wie sie hier in Leverkusen entwickelt worden sind, auch für die nächsten Jahrzehnte eine gesicherte Zukunft haben, weil nämlich ihre Standards europaweit gelten. Und insofern Glück auf für Leverkusen.
Ja, ich glaube, da würde ich Ihnen auch nochmal ein ordentliches Dankeschön für diesen Einsatz. Denn wenn Sie diesen Einsatz nicht geleistet hätten, wenn es Ihnen nicht gelungen wäre, die Chemikalienrichtlinie so umzusetzen, wie sie dann heute letztendlich gilt, dann hätte das für Leverkusen sicherlich, was die Arbeitsplätze angeht, doch kritische Auswirkungen gehabt. Und dafür noch einmal herzlichen Dank. Sie waren nun 10 Jahre im Europaparlament, haben sich dann entschieden, in diesem Jahr nicht mehr anzutreten. Der Kandidat für Leverkusen und für die Europaregion Mittelrhein, der dann in der nächsten Woche auch gewählt werden wird, ist Axel Voss. Was geben Sie Axel Voss mit auf den Weg? Axel Voss ist ein junger Mann, der aber schon viel Erfahrung in Europa hat. Er war Bürgerberater der Europäischen Kommission in Deutschland und er weiß, wo die Bürgerinnen und den Bürgern der Schuh drückt bei europäischen Themen. Und das ist auch mein Ratschlag, möglichst nah an den Menschen zu sein, wenn es darum geht, neue Gesetze in Europa zu machen, immer zurückkoppeln mit den Entscheidungen und den Überlegungen und auch den Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der Region, hier in Leverkusen und auch in Köln. Und ich bin ganz sicher, dass wir auf einem guten Wege sind, damit Europa auch ein Gesicht zu geben, dass sie wissen, was entscheiden sie, wen wählen sie am nächsten Sonntag bei der Europawahl und was entscheidet ihr Europaabgeordneter für Leverkusen. Das ist am besten und am klarsten, wenn man regelmäßig mit den Bürgern in diesem Kontakt bleibt, so wie wir das ja auch heute machen. Frau Hieronymi, ich bedanke mich recht herzlich. Die Vorschläge und die guten Ratschläge wird Herr Axel Voss sicherlich mitnehmen. Sie werden aber sicherlich als überzeugte Europäerin auch das eine oder andere Mal uns trotzdem noch zur Verfügung stehen. Sie waren immer engagiert, Sie waren immer ansprechbar gewesen. Zahlreiche Anfragen von unseren Bürgerinnen und Bürgern, zahlreiche Probleme konnten Sie im Laufe der letzten 10 Jahre klären. Herzlichen Dank für diese erfolgreiche Arbeit, auch für die Stadt Leverkusen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt noch mal die Gelegenheit, Sie sind ja noch eine Weile bei uns, auch noch mal Fragen zu stellen. Und noch sind Sie ja fast 2 Wochen Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Noch können Sie die ein oder andere Problematik mitnehmen und noch versuchen zu klären. Herzlichen Dank, Frau Hieronymi. Lieber Herr Scholz, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, um mich bei der CDU Leverkusen auch ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Ich erinnere mich noch daran, Ursula Monheim, Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende, hat uns zu Bayer Leverkusen gebracht, als es um die Chemikalienrichtlinie ging und hat auch dann dafür gesorgt, dass es eben möglich war, die Industrieinteressen von Leverkusen und die Interessen und die Möglichkeiten des Europäischen Parlaments wirksam zusammenzubringen. Nur so geht es. Man muss Partner zu Hause haben. Die CDU Leverkusen und ihre Kreisvorsitzende Ursula Monheim waren ein fantastischer Partner und wir zusammen haben das Ergebnis für Leverkusen erreicht. Vielen Dank. Wunderbar. Gemeinsam für Europa, gemeinsam für europäische Einheit. Das ist auch das Motto der CDU. Und deshalb nochmal die Bitte, gehen Sie am kommenden Sonntag zur Wahl. Beteiligen Sie sich an der Europawahl, wählen Sie CDU. Denn nur wenn eine starke CDU in Brüssel sitzt, dann sind auch die Interessen Deutschlands in der Zukunft dort gewährleistet. Vielen Dank.